Ach, was soll, mach doch, was du willst. Ist so anstrengend mit dir. Kann ich denn noch irgendwas machen? Die wollen Getreide. Muss ich noch größere Felder dann vielleicht machen? Oder brauchen wir noch mehr Bauern? Ich weiß es nicht. Ja? Gut. Ich wollte eigentlich auch noch ein Wunder wirken. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Wunder wirken. Wie sieht's mit dem Wasserwunder aus? Mana kosten. Ihr habt ein Wasserwunder vollbracht. Yes. Gut gemacht, Herr. Kann ich es da hinten auch noch anwenden? Ah, ne, ist alles. Schade. Okay. Wasser. Ja. Überall Wasser. Ja, voll gut. Wunderbar. Okay, ich kann es also punktuell einsetzen. Ich kann aber auch voll den Monsun los. Eisen, alles klar. Und die haben jetzt Hunger. Also die haben jetzt ihr Essen und da sind die eigentlich alle ganz happy mit. Das ist doch okay. Ich baue nochmal vielleicht ein, zwei Häuschen. Das Häuschen bauen macht so Spaß irgendwie. Boah. Die Griechen halten uns zum Narren. Siedlung, ey. Nee, hier kommt kein mehr hin. Leben, ja. Bekehrte Brüter. Gläubiger. Bekehrter Bauer. Ich wollte Brüter machen. Wolfi, was ist los? Kann sein, dass Wolfi Hunger hat. Dieser Haufen stinkt fürchterlich. Das ist natürlich... Ist das? Ja. Ich hätte ihn für sein Häufchen Tritte, hätte ich ihn vielleicht tadeln sollen. Ich bin deprimiert. Warum? Du sollst nicht deprimiert sein. Soll ich dich mal eine Leine, soll ich dich mal frei laufen lassen? Dann kannst du machen, was du möchtest. Ja, kannst du machen. Ja, was geht ab? Was geht ab? Gar nicht so viel. Ich möchte gerne, dass es hell wird. Ach, machen die hier Party oder was? Hier machen die Party. Party! Wie sieht es bei euch aus, okay? Hier haben wir ein paar Wunder. Also wir haben eigentlich nur Wasserwunder, was wir einsetzen können. Ist gar nicht so verkehrt. Dieses Gebäude errichte ich jetzt. Das ist natürlich süß von dir. Ich glaube, die sind ganz happy eigentlich, oder? Mehr wünschen die sich, glaube ich, gerade gar nicht. Ich werde die Würmer, die den Angriff der Azteken überlebt haben, zerquetschen. Oh oh, das hört sich nach Krieg an, oder? Ich will eigentlich diesen Erzfelsen da haben. Na also. So, was los? Die greifen an. Aha, aha, aha. Okay, aber ich glaube, das dauert noch, bis die hier ankommen. Und wir haben ja auch noch immer unsere Tore. So, 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 so. Diesen Felsen ernte ich ab. Das ist sehr gut. Ich lobe dich. Nein! Okay, okay. Party! Oh, viele, viele, die nicht zugeordnet sind. Bekehrter Bauer. Das mal. Ich bin böse. Toll. Yay. Was das immer für eine Logik ist, ne? Seht nur, komm. Diese Menschen bringen ihr ganzes Hab und Gut mit. Sie wollen in unserer Stadt wohnen. Hurra! Baut die Dörfer zu Vorposten aus und hebt Armeen zur Verteidigung dieser armen Leute aus. Hey, da wird jemand nervös. Da ist irgendwas im Busch. Jede Wette. Deshalb brauchen wir gute Verteidigungsanlagen. Und ein paar blutrünstige Armeen. Ja? Ist das so? Ich meine, gut, ich habe was aufgebaut. Die werden sich ja rekrutieren. Schnapp dir die Armeeflagge, um eine Armee auszuheben. Es geht nichts über Berserker mit Schwertern, Boss. Ja, machen wir Für die Griechen wird die Sonne rot untergehen. Unerhört. Nehmt das nächste Dorf ein.
Wir müssen die griechische Invasion aufhalten. Ach nee. Okay, der greift die nächstgelegenen Dörfer an. Alles ich klar. Kann die Griechen haben eine Armee? Ja. Nun gut, wir werden sie willkommen heißen. Boah, wusste ich mal. Ja gut, die wollen mitmachen bei uns. Das können sie auch ganz gern. Ich glaube, da müssen wir aber wieder Häuser bauen. Noch schöner als ohnehin hier schon. Oh, ich kriege es einfach nicht in schön hin. Da brauche ich auch einfach mehr Zeit für. Als dass sie natürlich hier ständig... dass ich hier ständig umziehen muss. So. Klick, 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 klick. Was macht der Wolfi da hinten? Wolfgang, was machst du da? Klick, klick. Hier kann ich jetzt kein Haus mehr bauen, das verstehe ich. Ich kann noch eine dickere Mauer bauen, aber ich glaube, das ist gar nicht so notwendig. Die griechische Stadt darf nicht weiter wachsen. Oh doch. Seht ihr, wie viele Häuser ich baue für unsere Neuankömmlinge. Schön kreuz und quer, wie wir es gerne haben. Ah ja, hallo, ihr seid da. Wir haben auch einen Weg und eine Tür. Ach okay, sind noch nicht alle angekommen. Muss ich das Tor für euch aufmachen? Ah ja, Tatsache, die bewegen sich, wenn das Tor offen ist. Okay. Okay. Dicke, dicke, dick. Zu Ende. Ah, ist so doof, dass ich das Tor so lange auflassen muss. Aber gut, die greifen... Es greift ja keiner an. Machen wir sofort wieder zu, wenn die alle da sind. Lass euch Zeit. Kein Problem. Offene Tormauern sind immer gut. Wenn die Azteken über dieses Land herrschen sollen, muss ich die Griechen aufhalten. Die Griechen sind den Wikingern nicht gewachsen. Wolfgang, du musst auch schlafen, ne, wenn du müde bist. Wir brauchen Getreide schon wieder. Ich könnte noch mal ein Wunder wirken. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Der Stamm der Griechen scheint unentwegt zu wachsen. Yes. Nicht mehr lange. Was? Göttlich. Hey, Boss. Unser Freund macht sich gleich ganz nass. So wie ich dieses Feld. Oh. Okay. So, jetzt habt ihr aber echt keinen Hunger mehr. Es ist so viel. Darf ich jetzt mal wieder ein bisschen heller machen? Ich kann nämlich gar nichts sehen. So. Arbeitet! Diese Felsen stören mich. Meine Dekoration. Ja, was heißt das? Greifen die mich an? Mal wieder? Gnade? Ihr habt doch Gnade von mir. Bekehrter Gläubiger. Was heißt denn Gnade jetzt in dem Fall? Oh. Ganz brav, Wolfi. Ich bin recht zufrieden. Das ist doch schön. Weißt du, schon wieder alle möglichen... Brauchst du nicht mehr, Wolfi? Ich habe schon alles erledigt. Du bist ein bisschen langsam, weißt du? Ach nee, hinten haben wir ja noch... Hier haben wir ja noch einiges. Haben wir denn noch genügend Förster? Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir... Bekehrte Förster. Wikinger! Zu den Waffen! Ihr habt sie doch nicht alle. Die Griechen kommen! Warum? Gar nicht. Ich bewege mich gar nicht. Nein! Bekehrter Förster. Gar nicht. Ich wollte ihm den nicht geben. Gott. Sonst frisst er die am Ende wieder.
wollen sich ausruhen. Ja, komm, wir brauchen euch nicht. Auflösen! Ja. Bis die ankommen, ist eh schon wieder 3 Wochen um. So. Bekehrter Baumeister. Eben, sagt ihr schon wieder. Bauer. Bauer, wir brauchen mehr Bauern. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Wir haben alle nichts zu tun hier, wie geil. Bekehrter Bauer. Was haben wir noch? Gläubiger. Bekehrter Gläubiger. Förster, wir brauchen ganz dringend noch Förster, sonst haben wir bald keine Bäume Bekehrter mehr. Bekehrter Förster. Ach Gott, es sind zu viele. Und das ist ein Kind. Weg. Bekehrter Förster. Bekehrter Förster. Haben wir nicht auch irgendwann mal einen Friedhof oder sowas? War da nicht mal was? Leben. Ja, es ist ganz nicht immer super. Meine aztekischen Herren werden hoch erfreut sein, wenn ich ihnen die Griechen zum Geschenk mache. Oh, ich komm doch eh nicht durch mein Tor hier durch. Wolfi, sorry, ich war schon ein bisschen flotter. Ich spiele jetzt mit diesem Menschen. Ach, oder wollen die sich ausruhen? Also muss ich dann dunkel machen, aber eigentlich nicht, ne? Ach, die kommen eh nicht. Wollen wir gar nicht drum kümmern. Ich glaube fast, dass wir noch mehr Felder brauchen, oder? Zumindest mehr Nahrung, aber ich glaube, das Nahrungslager ist auch schon fast voll. Ja, Erz haben wir leider überhaupt gar keins mehr. Wo ist denn hier die nächste Mine? Hier hinten? Muss die vielleicht auch mal in die Richtung bauen. Ja, was? Lässt du dein Glück das Volk unterhalten, steigt die Zufriedenheit der Menschen und deine Stadt wird beeindruckender. Schon gewusst? Kreatur, freier Wille. Aha, interessant. Achte auf die Kreaturen, ihre Gefühle. Wenn sie glücklich ist, ist sie weniger nützlich. Ja, dann sag mir doch, was ich dagegen tun kann. Also, ich denke mal, dass ich die weniger einspannen darf. Dieses Feld ernte ich jetzt ab. Das ist schön. Bekehrter Bauer. Die Griechen vermehren sich wie die Karnickel. Verhütung sagt uns überhaupt nichts. Leben? Was ist schon wieder los? Schlaf. Ihr braucht überhaupt keinen Schlaf. Ihr wisst nur nicht, weswegen ihr meckern sollt, was? Euch geht's nämlich viel zu gut hier. So. Ja, das sieht doch schon hervorragend aus. Bekehrter Gläubiger. Wenn ihr nichts zu tun habt, dann betet mich gefälligst an. Das ist das Nützlichste, was ihr tun könnt. Bekehrter Gläubiger. Bekehrter Brüter. Ich meine, gut, die machen ja eh eigentlich auch vieles von alleine, Bekehrter Brüter. Ich glaube schon, dass man da den ein bisschen schon was zuordnen muss. Bald wird es Krieg geben. Nee. Ich denke eher weniger, dass es Krieg geben wird. Sonst mache ich dich platt. Ich will das nochmal versuchen. Ach gut, er macht's von alleine schön. Ich bin beruhigt. Ich baue einfach Häuser. Ich weiß ganz ehrlich gerade gar nicht, was ich so genau machen soll. Ein andersrum, bitte. Oh. So, genau. Wir haben eh zu viele Ressourcen. Ne, gut, dann mache ich jetzt erstmal den Weg hier lang. Ah, die Kreatur kann nämlich auch außen rumrennen. Das ist ja interessant. Ist mir nicht gerade genug. So. Das ist in Ordnung, auch wenn es ist nicht schön, aber selten.
Oh, bitte nicht. Oh, hässlich. Verdammt. Naja, egal. Wir bleiben eh nicht ewig hier. Mein Gott, sieht das immer elendig aus, wenn ich hier irgendwas baue. Wie konnten diese Narren den Angriff der Azteken überleben? Meiner Hilfe, du Loser. Ja, okay, ich baue jetzt einfach wahllos Häuser. Das ist das Logische. Bekehrter Baumeister. Immer mehr Häuser. Wir haben gar nicht so viele Leute, wie wir Häuser haben. Aber nur so kommt man, glaube ich, hier zumindest einigermaßen voran. Okay, den Weg lassen wir nochmal frei. Man weiß ja nie. Den letzten Baum! Ja, aber so wächst zumindest der Einflussbereich. Okay. Ja gut, also so ultra viel passiert ja jetzt hier auch nicht mehr. Was mal mit Brüt mal ein bisschen. Bekehrter Brüter. Was ist das? Ein Hund! Oh! Geh nicht weg. Du bist Siegfried heißen. Siegi! Sprich zur Hand. Es ist mein Hund. Ich werde ihn immer mit mir rumtragen. Hier. Iss den Hund. Wenn du den isst, töte ich dich. Na gut, lauf. Oh, wir haben ein Hündchen. Ich bin so glücklich. Was brauchen wir mehr als süße kleine Hündchen? Bauen wir mal die Häuser hier zu Ende. Die Griechen locken mit ihren prächtigen Städten unsere Leute an. Oh ja. Das muss aufhören. Nee. Möge unsere Armee die Griechen vernichten. Ja, das habe ich jetzt heute schon 3 Millionen Mal gehört. Was machst du? Gar nichts. Ich gebe da jetzt gar nichts drum. Kannst du nicht mal ein bisschen die Leute bespaßen? Aber nö, ich lasse ihm mal seinen freien Willen. Ist ja in Ordnung. Hässlich, wie ich das wieder gebaut habe. Ich bin so stolz. Ah, sieht also lächerlich aus. Aber gut, ich denke mal eh nicht, dass wir ultra lange hier hängen bleiben. Und dann darf ich eh wieder von vorne anfangen. Hast du gesehen, Wikinger? Ich habe schon wieder ausgebaut. Tja, 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 tja. Wir könnten vielleicht nochmal ein Feld bauen. Eigentlich ist es echt egal, wie wir das hier optisch machen. Weil wir eh nicht hier Ewigkeiten bleiben. Die Griechen wollen kämpfen! Gar nicht. Wer sagt das? Nur weil ich Felder aufbaue? Ganz schön kampflustig von mir, nicht wahr? Ach, weißt du was, ist jetzt echt auch egal. Ich brauche mir keine Mühe geben mit irgendwelchen komischen Aufbauten hier. Wir müssen die Griechen vernichten, bevor sie zu zahlreich werden. Ja, wir vermehren uns. Immer weiter. Ich baue immer weiter hässliche Straßen. Ich muss mich wirklich aufhalten. Förster. So, hat nichts gebracht, schade. Warum sagt ihr immer Leben? Ich höre das. Die lebt doch. Und zwar sehr gut. Schade. Hier haben noch 4 Häuser nebeneinander. Fast jetzt passen nur noch 3, so wie ich baue. Naja. Ja, ganz ehrlich, ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich machen soll. Habe ich hier irgendwo vielleicht eine Schriftrolle, die ich ignoriere? Naja, da hinten. Cool. Wie kann ich dir helfen, mein Freund? Hilfe! Wir müssen unser Gebräu fertigstellen. Wirf das Fass zu meinem Bruder, damit er seine Zutat hineinwerfen kann. Danach muss es zu meinem anderen Bruder auf der Nachbarinsel. Jeder Bruder muss seine Zutat hinzufügen. Was ist das denn? Getränke wollen wir brauen am Wasser hier im Sand. Willst du helfen, wirf sie rüber zu meinem Bruder ins Nachbarland. Das war's schon. Ich vernichte die Griechen und verdiene mir den Lohn der Azteken. Ach, das war doch gar nicht so verkehrt. Ja,
Ja? Hast du was zu sagen? Das Lied geht weiter, oder was? Singst du auch? Das Gebrei, es wird schon dicker, mein Bruder braucht so sehr. Komm, wirfest du ihn rüber, dann hat er keine Schmerzen mehr. Wohin? Ach, da hinten hin. Pech gehabt. Ja. Darf ich nochmal? Ich gehe einfach rüber, oder? Ach nee, ich darf nicht. Oh, ist das fies. Hallo, es klappt nicht. Oh, wie soll ich denn das schaffen? Ich darf ja nicht drüber hinaus. Nein. Ja, lass mich nochmal. Nee, ich kann... Pff. Ich darf aber von hier. Oh, das klappt doch. Wie soll das denn klappen? Wie soll das denn klappen? So weit kann ich doch überhaupt gar nicht werfen. Oh, das Spiel verarscht. Nee, geht nicht, ne? Oh, es ist doch nicht dein Ernst. Okay, ich muss es... Nein! Ja, ja. Ich muss es wahrscheinlich ein bisschen nach hier vorne schmeißen, damit ich dann immer ein bisschen... So zum Beispiel. Damit ich vielleicht immer einen weiteren Radius habe. Ja. Nicht runterfallen. Ich hab Angst. Bitte. Oh, das ist überhaupt... Ja, es ist überhaupt nicht zu schaffen. Wo sind meine besten Krieger? Macht euch bereit für die Schlacht! Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Willst du mich verarschen? Na egal. Hat geklappt. Ich hab eigentlich gar nicht richtig ausgeholt. Aber egal. Hopp. So. Da ist wunderbar. Es. Ne? Reicht jetzt aber mit dem Werfen, oder? Noch ein Lied, das ist geil. Ich find's gut, dass der Text vorher kommt, bevor er singt, damit man auch ja mitsingen kann. Schmeckt bald und ist schön stark, genau wie ich es mag. Bitte wirf's zu meinem Bruder. Oh. Wohin? Zurück wieder? Oder dahin? Ich glaube hier rüber, ne? Das war nix. Mal wieder. Nein! Aber ich finde gut, dass der Teufel sich darum kümmert. Um Alkohol, das ist genau sein Metier. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist. Ob ich wirklich da hinwerfen soll. Bitte nicht runterfallen. Oh, verdammt. Nein! Kann ich bitte wieder nochmal so schmeißen, wie ich es vorhin gemacht habe, ohne es zu wollen? Das war sehr gut. Ich kann nicht so hoch schmeißen. Nee. Nein, du bist nicht mehr in dem Gebiet drin. Bla 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 bla. Aber ich kann es doch einfach hier hinlegen. Voll am Schummeln. Geht nicht. Wie soll ich denn werfen? Geht ja nicht mal so.
Ja. Pech gehabt. Schade, ist der Bruder nicht im Wasser. Ich fand's gerade schon nervig. Jetzt wird's unerträglich. So, legen wir einfach hier hin. Ich weiß gar nicht, werde ich eigentlich da hinten angegriffen? Ich glaube noch nicht, oder? Oh, weißt du was? Leck mich. Pech gehabt. Ja, ist mir egal. Mach ich nicht. Will ich nicht mehr machen. Was? Hilft den Nusselbrüder, Gebräu fertig zu machen? Nö, aber jetzt nicht. Ach, ist das doof. Ich habe ein bisschen gerade Probleme. Oh, der bringt mich da aber nicht hin. Oh, ist das nervig. Was geht ab? Ach so, wir werden angegriffen. Von allen Seiten. Und es kommen noch Dorfbewohner. Alles klar. Bekehrter Gläubiger. Ich ordne euch mal wirklich zu. Bekehrter Gläubiger. Geht's euch denn gut? Wollt ihr irgendwas? Ihr braucht Getreide, meine Freunde. Da helfe ich euch doch gerne aus. Okay, ich bin mir nicht sicher, was hier vor sich geht, deswegen werde ich jetzt einfach mal... Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen wird. Einmal nicht da. Nee, sorry, mit dem Schmeißen ist mir gerade echt ein bisschen zu doof. Ich muss mich ja hier um die kümmern. Deswegen muss das leider... Ich werde langsam müde. Ja, dann... Wolfi! Ja, bring das alles weg und dann geh schlafen. Nein. Ach so, okay, das ist da drüben. Ich werde langsam müde. Das ist vollkommen in Ordnung. Komm, ich lasse euch mal rein. Ah, die stehen da eh nur und machen nichts. Ja, pfff. Ah, hier ist Tor aufgemacht. Freuen die sich jetzt? Was für Deppen. Na, ihr? Loser. Kommt rein, meine Kleinen. Meine kleinen Streber. Kann ich zumachen? Wikinger greifen an. Okay, alles klar. Ciao. Wenn die Griechen vernichtet sind, herrschen die Azteken über diese Welt. Dass ihr das wollt, wundert mich allerdings. Korn wollt ihr? Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Ja, ich habe hier ein bisschen viel zu tun. Habe ich da genug Buden? Habe ich eigentlich schon, ne? Hier könnte ich noch ein Haus hinstellen. Das, was ich so schön gebaut habe. Schön die Wohnsiedlung. Ja, sieht ja gar nicht so behindert aus. Nur ein bisschen. Ich finde es aber echt mega gut, dass die überhaupt nicht angreifen, die Pfeifen. Und nur da draußen stehen. Ihr seid alle Förster. Ne, ihr habt nichts mehr zu förstern. Kann das sein? Schade. Ja, weil hier nirgendwo ein einziger Baum noch steht. Naja. Bekehrter Bauer. Pff, ehrlich, ey, die bewegen sich überhaupt kein Stück. Ich wollte eigentlich, punktuell wirken, aber naja. Egal, Karl. So, hier war Nahrung. Ehrlich, euch brauchen wir nicht. Auflösen! Die greifen ja auch nicht an. Wahrscheinlich jetzt kommen sie, oder? Nee. So. Na gut, dann mache ich an dieser Stelle aber vielleicht mal ein klitzekleines Aufnahmepäuschen. Ich bin nämlich jetzt schon... Ja gut, so 2,5 Stunden spiele ich jetzt gerade. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Zurzeit passiert ja tatsächlich nicht ganz so viel. Ich hatte das irgendwie cool in Erinnerung. Ich glaube aber, das lag auch daran, dass vielleicht Teil 1 ein bisschen mehr zu bieten hatte. Aber wir warten mal. Es ist natürlich so ein bisschen siedlermäßig angehaucht, dass wir natürlich was aufbauen müssen und zusehen müssen, dass wir halt auch, in welche Richtung wir gehen wollen. Wollen wir gutherzig sein? Wollen wir bösartig sein? Klar versuche ich immer mein Bestes. Kann aber sein, dass es auch schon mal nach hinten losgeht. Aber gut. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, wer bis hierhin schon noch zugeschaut hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.